Tag der offenen Tür in der Biogasanlage in Ebendorf. Wenn hier täglich 80 Tonnen Biomasse bewegt werden sollen, dann erledigen das die Männer mit schwerem Gerät. Die folgende Aufgabe hat etwas von Wetten, dass, denn es gilt, mit diesem Bagger diese drei Schrauben in einen Eimer zu bugsieren. An den Steuerjoysticks des Baggers der Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr Ebendorf, Matthias Lange. Es ist Millimeterarbeit, denn die Schrauben sind im Vergleich zur Baggerschaufel nicht sehr groß. Aber mit ruhiger Hand steuert Matthias sein Gerät und es dauert nicht lange und er hat die drei Schrauben im Eimer. Jetzt kommt die Spezialaufgabe, die dazugehörige Schraubenmutter. Sie ist noch kleiner und der Holzklotz, auf dem sie liegt, darf auch nicht umfallen. Aber auch hier siegt die Erfahrung und Routine. Matthias Lange hat viele Jahre mit vergleichbaren Geräten gearbeitet. Anders ist seine Zeit von etwas mehr als 4 Minuten auch nicht zu erklären. Der Applaus von seinen Kameraden, den hat er sich verdient. Jetzt mal rausholen!